Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von uns. Heute ist Montag, es ist offiziell mein erster Urlaubstag. Wir bleiben ja hier nur zu Hause für 2 Wochen, ich mit Finn. Wir wollen jetzt gerade früh gleich frühstücken und es ist schon gleich 11:30. Ich glaube es nicht. Ich erzähle euch später mehr dazu. Wir wollen uns ein bisschen beeilen. Wir wollten eigentlich schon lange beim IKEA sein und so weiter. Ich erzähle euch gleich mal, warum wir so spät dran sind, dann finden wir es eigentlich schon mega früh ins Bett gegangen gestern. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir frühstücken jetzt erstmal was ganz kurz. Einfach nur Müsli. Finns Frühstück. Einfach Naturjoghurt, voll Fett und dann ein bisschen Obstmus. Da ist jetzt mit Blaubeere drin. Und ich mische da immer ganz gerne den Joghurt mit den Haferflocken drunter. Dann werden die ein bisschen weicher schon. Und ich werde jetzt ein bisschen dabei helfen, weil es schnell gehen muss. Und dazu bekommt er noch ein bisschen Hafermilch. Normalerweise trinkt er ja wirklich immer Wasser, aber ab und zu mal, wenn ich Müsli esse, übrigens total ungesund hier, Schokomüsli, kriegt er mal Hafermilch, die mag er nämlich sehr, sehr gerne. Genau, die kannst du schon mal trinken. Aber vorsichtig, ne? Mama hat ein bisschen viel reingetan. Ich muss dich ein bisschen weiter an den Tisch ranstellen. Ja, gestern hatte Finn überhaupt gar keinen Mittagsschlaf gemacht. Warum, weiß ich nicht. War einfach nicht müde. Und dann haben wir ganz toll gespielt. Er hat super durchgehalten bis um 7:30 und um 7:45 genau hat er geschlafen. Und genau, also richtig gut. Aber heute Nacht hat ihn irgendwas eingeholt mit, er muss Zahnschmerzen gehabt haben. Ich glaube, seine zweiten Backenzähne, die kommen noch nicht ganz durch, aber sie schießen jetzt auf alle Fälle ein, weil er ganz deutlich angegeben hat, aua, aua, aua und im Mund. Also ja, dann habe ich ihm Saft gegeben. Dann war es okay, aber er war wieder von um 4 Uhr wach. Von 4 bis 6 Uhr war er wieder sich am Drehen und Winden. Konnte nicht in Schlaf finden und ich natürlich dann auch nicht. Dann sind wir wieder eingeschlafen und dann war es schon 10 Uhr, als wir aufgestanden sind. Deswegen hat es jetzt alles so lange gedauert. Dann ist heute Morgen noch die Flasche Fiebersaft, die ich ihm gestern gegeben habe, halt gegen die Schmerzen, ist sie auf den Boden gefallen, als wir da standen mit den nackten Füßen im Badezimmer. In 1000 Einzelteile ist die zersprungen, deswegen muss ich das ganze Badezimmer erstmal aufwischen und von Splittern entfernen und ihn davon weghalten natürlich. Dann hat er in der Zeit, wo ich mich fertig gemacht habe, die ganze Tempotaschentücherbox auseinandergepflückt und in 1000 Einzelteile zerlegt. Ja. Es war ein toller Start. Noch mehr? Ja, aber auch gleich was essen, ne? Ja, es war ein absolut toller Start, nicht in den Urlaub. Ja, du hast ja Hunger. Ja, okay, jetzt essen wir erstmal was. Mama hört auf zu quatschen, wir essen was und dann müssen wir gleich erstmal was holen. Auch neuen Fiebersaft, wer weiß, wie die Nacht nämlich wieder wird. Und dann fahren wir auf alle Fälle auch neue Schuhe holen. Neue Schuhe, weil ich habe gemerkt, dass Finns Sandalen, die er hat, zu klein sind. Und hab dann mal seine Füße heute Morgen gemessen. Natürlich nicht mit seinem Fußmessgerät, sondern einfach so auf dem Maßband. Aber er hat jetzt nach meinem Messen Größe 22 schon. Und alle Schuhe, die er hat, sind in Größe 21. Wo wir irgendwie gefühlt gerade erst von der 20 auf die 21 gekommen sind, hat er jetzt einen Monat später schon noch größere Füße. Und müssen auf alle Fälle jetzt irgendwie Schuhe holen. Weil es jetzt diese Woche extrem heiß wird. Also wirklich mit 38, 39 Grad am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann brauche ich auf alle Fälle Sandalen. Ja, also hier im Haus und so läuft sowieso immer barfuß und im Garten auch. Aber wenn wir, was wir halt ganz häufig machen, spazieren gehen und im Park gehen, da liegen überall Glasscherben. Deswegen kann er da nicht auf barfuß laufen. Selbst auf dem Spielplatz liegen Glasscherben. Deswegen lasse ich ihn da nicht. Leider kann er da nicht barfuß laufen. Deswegen müssen wir da was holen. Also ich fütter Finn ab und zu, aber die allermeiste Zeit ist er selbstständig. Aber wenn es ganz schnell gehen muss und ich möchte nicht, dass er sich so bekleckert, dann fütter ich ihn mal ab und zu. Genau, aber es kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Jetzt werde ich aber auch erstmal was essen und dann muss ich was bei meinem Arzt abholen und dann gehen wir zur Apotheke und dann fahren wir los. Ich glaube erstmal zu einem Schuhgeschäft. Ich hoffe, dass sie da gute Schuhe haben, die aber auch nicht schweineteuer sind. Dann zu IKEA und auf dem Rückweg könnten wir vielleicht auch in ein anderes Schuhgeschäft fahren, wenn wir im ersten keine finden. Genau, so der Plan für heute. Genug gelabert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. So, wir laufen jetzt los. Erstmal zum Arzt Papiere holen und dann kurz zur Apotheke, dass wir auch sicher den Saft haben. Zu Hause. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir heute Nacht nochmal sowas Schreckliches haben, aber beziehungsweise Finn, der Arme.
aber sicher ist sicher. Also ich möchte es auf alle Fälle einfach im Haus haben. Und wir haben da immer den Saft und keine Zäpfchen mehr. Die Zäpfchen hatten wir ganz am Anfang, jetzt den Saft, weil man den besser dosieren kann. So, mal gucken. Ich muss natürlich noch einen Schlüssel mitnehmen. Ich habe ihn heute mal wieder in die Trage reingenommen. In letzter Zeit ist er lieber im Buggy, weil er halt auch sehr, sehr viel läuft. Aber jetzt für den kurzen Abstand kann er auf alle Fälle... Muss man mal aufhören zu reden? Müssen wir los? Ja. Ja, okay. Kann auf alle Fälle kurz in die Trage rein. Das ist einfach einfacher für mich. Okay, bis gleich, los geht's. So, wir sind zurück und ich habe jetzt nochmal ganz kurz Finns Sandalen angezogen. Das sind ja die Lurchis und das sind die von Keen, die ihm beide auch ganz gut gepasst haben. Aber ja, muss ich mal anprobieren, ob die jetzt nochmal wirklich zu klein sind. Und beim Schuh anprobieren nicht im Sitzen, sondern lass die Kinder wirklich stehen, weil im Sitzen ziehen die ganz häufig ihre Zehen ein. Und man soll ja immer so einen Daumen breit Platz vorne lassen in den Kinderschuhen. Steht Finn jetzt und dann möchte ich einmal gucken. Ja, er ist da echt schon, also ich habe keinen halben Zentimeter mehr Platz hier. Und in den wollte ich mal gucken. Ich muss mal gleich gucken und dann aber er braucht auf alle Fälle sowieso neue Sandalen. So, wir sind jetzt vom Schuhgeschäft angekommen. Ich wollte heute unbedingt losfahren mit Finn, eigentlich nur zu Ikea, aber mit den Schuhen habe ich gestern beschlossen, dass ich schnell machen muss, weil die wirklich zu klein sind, beziehungsweise möchte ich gleich erstmal ausmessen lassen, seine Füße. Aber zu Hause gemessen hat er jetzt die Größe 22, deswegen ja, muss ich mal gucken, ob das hier im Laden auch hinhaut. Und ja, mit so kleinen Schuhen möchte ich ihn nicht laufen lassen, auch nicht für eine Woche oder sowas. Deswegen müssen wir jetzt heute hoffentlich finden wir schöne Schuhe, die auch meinen Ansprüchen entsprechen, von der Sohle her und so weiter. Genau, aber nächsten Tage wird es halt noch viel heißer. Also heute sind es nur 28 Grad, morgen soll es 31 Grad werden, Mittwoch 37 und am Donnerstag 39. Also richtig heftig und da können wir nicht raus, dann müssen wir im Haus bleiben, weil Auto keine Klimaanlage und dann ist es hier echt nur zum Ersticken. Deswegen wollte ich das heute alles geschafft bekommen. Aber jetzt mit so einem späten Start in den Tag verschiebt sich das Ganze alles ein bisschen. Aber gut, so ist es dann halt. Ich dachte nämlich eigentlich auch, jetzt stehen wir zeitig auf und da kann Finn dann um 1 Uhr seinen Mittagsschlaf machen. Wie perfekt. Es ist jetzt 20 nach 12. Finn ist aber auch erst halt um so 5 vor 10 aufgewacht. Insofern weiß ich nicht, wie das heute noch alles wird, aber wir lassen uns überraschen. Jetzt gehe ich erstmal rein. Ich hoffe, dass die da ein gutes Schuhmessgerät haben. Und gucken mal, was die hier für Schuhe haben. Es ist auch gerade Sommerschlussverkauf. Ich hoffe, dass ich noch irgendwelche im Angebot finde. So, das war mal ein totaler Hereinfall. Ich habe seine Füße ausmessen lassen und er hatte da gerade eine Größe 21. Also eine volle Größe 21. Aber, also alle seine Schuhe sind Größe 21, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die nicht genug Platz bieten für ihn. Also, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt so finde. Sowieso alle Schuhe, die sie da hatten, waren echt überhaupt gar nichts. Also ich konnte die Sohle noch bei den allermeisten noch nicht mal biegen. So hart war die. Die kriegt Finn nicht. Aber ja, bin ich ein bisschen verunsichert. Wir fahren jetzt auf alle Fälle erstmal zu Ikea und besorgen da einige Sachen für Finns Kinderzimmer nämlich. Und ach so, ich muss auch Sachen zurückgeben, dass ich einen Gutschein bekomme. Das darf ich nicht vergessen. Und danach fahren wir da zu einem anderen Zugeschäft nochmal, um das ausmessen zu lassen und zu gucken, was die so sagen. Vielleicht werden wir auch noch kurz was essen bei Ikea. Wir haben heute Morgen nur ganz kurz was Kleines gefrühstückt, nicht so viel. Und Finn fragt schon wieder nach Essen. Insofern, glaube ich, werden wir das mal kurz machen. Ist immer ein bisschen schwierig bei Finn, irgendwo auswärts zu essen, weil er halt so viele Allergien hat. Und in ganz vielen Sachen sind halt Eier verarbeitet. Auch in den vegetarischen Bällchen sind wohl Eier drin verarbeitet. Insofern kann er die nicht essen. Insofern wird es bei Gemüse und Pommes bleiben. Darf er auch ab und zu mal bekommen. Also nur ganz selten natürlich. Aber ja, ab und zu mal, wenn wir auswärts essen gehen, darf er auch mal was Pommes bekommen. Genau, jetzt fahren wir erstmal los, bevor das hier nur ein reiner Laber-Vlog wird. Aber sowieso generell wird der Vlog anders als geplant, aber ich habe jetzt diese Woche ja Urlaub, insofern macht das gar nichts. Insofern kann ich vielleicht auch gleich schon morgen weiter vloggen. So, dann komm mal mit, mein Schatz. Jetzt hatte ich doch tatsächlich die Kissen im Auto vergessen. Mussten wir nochmal jetzt die holen. Stellen. Also die ist ja mal überhaupt nichts. Was ist das hier? Können wir probieren die mal an?
Magst du dich nochmal hinsetzen? Finn war im Auto eingeschlafen in den letzten 2 Minuten und da habe ich ihn reingetragen und er wollte unbedingt Milch haben. Und habe ich ihn gerade eben nochmal gestillt und dann ist er wieder eingeschlafen. Ich will ihn jetzt aber nicht zu lange schlafen lassen, weil es ja schon 4 Uhr ist. Wie gesagt, er hat keinen Mittagsschlaf gemacht, heute wieder nicht. Er wird ja heute wieder früher ins Bett gehen, so wie gestern oder vielleicht schon früher sogar um 7 Uhr. Aber dann kann ich ihn halt jetzt nicht zu lange schlafen lassen. Einfach nur 5 Minuten Powernap und dann noch was trinken, was essen. Und genau, also ich habe alle Sachen bekommen bei Ikea, die ich so haben wollte. Ich habe leider nur vergessen, etwas auszumessen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt passt oben. Schuhe habe ich nicht gefunden. Ich war im zweiten Laden und da wurden seine Füße so auf so einen Scanner gemessen. Das Problem ist dann halt nur, dass er halt öfter mal seine Zehen wieder so einkringelt. Also beim linken hat er das gemacht, beim rechten nicht. Und dann hat er wirklich Größe 22 ausgemessen bekommen da. Ja, aber da hatten die nichts, was mir gefallen hat. Sie hatten so ein paar ganz offene Schuhe, aber ich fand die Sohle immer so hart. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, was ich jetzt mache. Wir haben noch ein einziges Schuhgeschäft in der Nähe, was ich vielleicht mir nochmal anschauen werde. Aber ansonsten muss ich mal gucken, ob ich wieder was online bestelle. Vielleicht die Schuhe, die wir jetzt haben. Genau, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Vielleicht fahre ich dann morgen nochmal ganz kurz ins andere Schuhgeschäft rein. Jetzt lasse ich ihn nochmal 2 Minuten hier schlafen und dann zeige ich euch, was wir alles bei IKEA gekauft haben. So, bevor ich jetzt Finn gleich aufwecke, dachte ich mir, kann ich auch schon mal hier was auspacken, was ich heute bekommen habe mit der Post. Wisst ihr jetzt doch, was? Ich habe nämlich ein Buch bestellt und zwar das Wieso, Weshalb, Warum Buch. Da haben einige von euch mich draufgebracht auf diese Bücher. Da habe ich das bestellt. Das bin ich und das bist du. Es geht so über den Körper, die einzelnen Körperteile und auch so Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Genau, also da bin ich mal gespannt, wie Finn das gefallen wird, weil er sich jetzt sehr mit seinem eigenen Körper beschäftigt und also schon länger eigentlich so, wo welche Teile im Gesicht sind, Auge, Mund, Nase und auch Bauch und Puppe und so weiter. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich ihm da mal so ein Buch. Das können wir jetzt mal angucken zum langsamen Wachwerden. Buch lesen? Ja. Ja? Oh. Gucken wir mal. Das bin ich und das bist du. Das ist ein neues Buch. Oh, hier sind aber ganz schön viele. Ah, und es ist sogar ein interaktives Buch, dass man hier was aufmachen kann. Ah. Ja. Ja, ach, okay. Danke. Da sind die Augen, auch Weinen und Lachen sind dabei. Da ist ein Ball, ja. So, Finn isst jetzt kurz was zum als Nachmittagssnack und ich dachte mir, ich zeige euch mal ganz schnell, was wir bei IKEA alles mitgenommen haben. Ich habe alles so gefunden, ich muss gleich mal gucken oder morgen, ob das jetzt auch so hinhaut, wie ich das haben möchte. Auf alle Fälle war ich eigentlich deswegen auch da, das ist der Scoop, so ein Kleideraufhänger, so ein mit Fächern halt, ich weiß nicht, also Finn hat ja oben so einen Einbauschrank, der aber noch kein Schrank ist, sondern einfach nur ein Loch in der Wand sozusagen, den wir selber eingebaut haben. Halt, genau, da sollen noch irgendwann eine Regalbühne rein und auch vielleicht eine Tür. Bis es aber soweit ist, werden, glaube ich, noch ein paar Monate, wenn nicht Jahre vergehen. Und deswegen dachte ich mir, könnte ich das schon mal mitnehmen. Das ist halt so einfach zum Aufhängen, hat man so verschiedene Fächer. Muss mal gucken, wie praktisch das Ganze wirklich jetzt in der Praxis ist. Auf alle Fälle, ja, durften das einmal mit. Und passend dazu habe ich gesehen, gibt es so eine Schublade, die auch Unterteilungen so hat. Dachte ich mir so, für seine Unterwäsche ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass es dann, also wenn er wirklich mal nach oben in sein Zimmer auswandert sozusagen, kann er das als Kleiderschrank wirklich benutzen. Momentan haben wir wirklich noch alle Sachen, die er besitzt, in der Wickelkommode, haben auch noch Platz da drin, aber ja, für die Zukunft dachte ich mir, weil ich halt sein Kinderzimmer jetzt fertig machen möchte, durfte das mit. Und dann habe ich auch einmal eine, wie heißt die denn, Solleftea-Lampe. Ich wollte eigentlich so eine ganz einfache, ihr kennt die bestimmt alle, so eine ganz einfache runde Papplampe, aus Papierlampe halt holen und da was mit basteln. Ich habe da auf Instagram was ganz Tolles gesehen. Da habe ich auch die Inspo übrigens für die Berge in Finns Kinderzimmer. Und die Frau hatte da auch halt so einen Heißluftballon aus dem Papierleuchter gebastelt. Ich fand aber, dass das bei uns, also ich weiß nicht, ob die eine verschiedene Größen haben an sich. Bei uns hatten nämlich nur eine Größe und die fand ich viel zu groß fürs Kinderzimmer.
Deswegen dachte ich mir, nehme ich die mit. Die ist zwar nicht ganz rund, sondern mehr so platter, aber ich denke mir, wenn ich damit was bastel, ist das auch ganz hübsch. Und die hat so Löcher überall, sieht also auch noch ein bisschen besonderer aus. Und mal gucken, hat jetzt glaube ich 4 Euro gekostet. Und dann habe ich einen Bilderrahmen gekauft, einfach einen ganz normalen Bilderrahmen, der aber so tiefer ist. Ich wollte nämlich was basteln und zwar so, ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass das ein bisschen größer ist. Der ist jetzt 23x23 cm, ich glaube so 40x40 oder 30x30 wäre besser gewesen. Aber gut, probiere ich es mal mit dem aus. Ich wollte nämlich Finns Erstlingssachen und so alle andenken, so das Armband von dem Krankenhaus und so weiter, wollte ich alles in so einem Rahmen sortieren und dann aufhängen, weil ich habe es also alles in der Kiste drin, aber da guckt man ja nie nach und liegt das irgendwie in der Kiste, wo man nie nachguckt. Und dann wollte ich mal das alles hier schön reinmachen, aber ich bin gerade überlegen, ob das hier reinpasst oder nicht. Muss ich mal schauen, ob das dann da reinpasst alles oder nicht, aber ich fand die Idee ganz hübsch eigentlich. Oder wie ich das hier halt so anmache. Unseren ersten Bunny auch, aber ich glaube, es wird viel zu klein dafür sein. Mal schauen, vielleicht bekomme ich es doch irgendwie hin. Auf alle Fälle durfte das einmal mit, der hat jetzt auch 4 Euro gekostet. Dann brauchen wir neue solche Ziplocks, die, ja, wir benutzen ja kaum noch Plastik, aber manchmal benutze ich das schon, wenn ich irgendwas einfrieren möchte. Mir ist neulich so eine kleine Glasschüssel kaputt gegangen und die nehme ich immer mit zur Arbeit, wenn ich irgendwie Reste habe, was ich aufwärmen möchte auf der Arbeit, nehme ich in der Glasschüssel. Den Deckel dazu haben wir noch, schließen sehr gut ab auch, also das kommt mit zur Arbeit oder auch wenn ich was einfrieren möchte. Deswegen musst du da noch einmal eine wieder mit, weil wir die echt häufig benutzen. Und dann brauche ich für Finns Matratze eine Bettlaken, weil ich da kein einziges Bettlaken in der Größe 90x200 habe. Momentan ist da eins drauf, was 1,40 Meter war, ist aber auch echt nicht mehr schön. Deswegen, ich habe es provisorisch draufgelegt, dass er halt, wenn er auf der Matratze spielt, nicht die Matratze so schmutzig macht. Aber ich müsste auch noch so eine wasserdichte Unterlage dafür kaufen. Hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können. Na, nächstes Mal dann. Dann habe ich jetzt von Dwalla, hat jetzt glaube ich 7 Euro gekostet, das Bettlaken, das mitgenommen in so, und zwar nicht in weiß, sondern in so einem beige, das glaube ich passt auch ganz gut ins Zimmer rein. Und dann habe ich für mich einmal eine kleine Pflanze mitgenommen, da wollte ich nämlich wieder eine in der Küche noch extra rein haben, kostet 1,50 Euro, konnte ich nicht dran vorbeigehen, also die musste einmal mit für die Küche noch einmal. Dann hatten die, ich hatte erst andere Lätzchen, solche neuere Version, aber ich habe gesehen, dass die jetzt im Ausverkauf hatten. Jetzt haben die 2 Lätzchen 3 Euro gekostet und wir haben ja ganz, ganz häufig immer diese Ärmellätzchen. Mittlerweile ist Finn aber so ordentlich, zumindest wenn es Brot und solche Sachen gibt, dass er die Ärmchen gar nicht mehr braucht und solche längeren mit Auffanglasche sehr gut sind aber immer noch. Deswegen, die durften einmal mit. Design finde ich jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber da guckt, da achte ich nicht so drauf. Also Hauptsache, es hält das Kind sauber. Und was wir auf alle Fälle auch noch brauchten, ist ein neues Töpfchen. Genau das gleiche haben wir ja schon mal oben im Badezimmer stehen. Aber ich wollte jetzt auch gerade jetzt in den 2 Wochen, wo ich halt mit ihm zu Hause bin, ihn immer nackig tagsüber auch rumlaufen lassen, dass er sich wirklich dran gewöhnt, aufs Töpfchen zu gehen, weil er macht das immer ganz toll. Aber ja, bis wir oben sind, ist halt ist halt schon passiert. Deswegen wollte ich auf alle Fälle auch eins hier unten stehen haben. Auf alle Fälle ist mein Plan, ihn jetzt die nächsten 2 Wochen, es bietet sich natürlich jetzt auch an, es ist Sommer, es wird sehr heiß, dass er wirklich einfach hier nackig rumlaufen kann oder einfach nur im T-Shirt, aber unten halt nackig. Und dann kann er, weil er dann wirklich auch immer angibt, dass er machen muss und dann geht er auch aufs Töpfchen. Wenn er eine Windel anhat, dann macht er mir auch in die Windel, aber genau, das ist so der Plan. Deswegen noch einmal das Töpfchen, das kann ich auch wirklich empfehlen, das ist super. Man kann es jetzt festgeklebt hier, eine Fliege, ne? Ja. Man kann das hier rausnehmen, lässt sich super einfach abwaschen. Das waren alle Sachen von Ikea. Ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein. Die blöden Sitzkissen, die ich nochmal extra dann geholt habe, weil ich die erst im Auto vergessen habe, konnte ich nicht mehr zurückgeben, weil die leider schon zu alt waren zum Zurückgeben. Ich hatte irgendwie einen Kopf, dass man das ein Leben lang zurückgeben kann. Nein, ist es jetzt nicht. Deswegen musste ich die erstmal wieder zurück ins Auto holen und dann wieder. Ja. Hast du auch vergessen? Ist alles alle? Ja, okay, Mama gibt dir gleich noch was. Und dann wieder rein in Ikea. Ja, ist egal. Deswegen hatte ich nur einen 10-Euro-Gutschein und nicht noch von den Sitzkissen.
Was ich aber noch gekauft habe, ist so ein Bambino Mio Potty Training Pants. Also so ein, wie nennt man das denn auf Deutsch, so eine Trainingshose. Halt Töpfchen-Trainingshose. Das ist, ich habe mir die noch gar nicht angeschaut. Ist eine Unterhose eigentlich, aber, und die fühlt sich sehr schön an. Ich hatte nämlich bei uns im Drogeriemarkt so eine gekauft und die ist auch so, aber das Plastik drin, das knistert so und knauscht so. Deswegen habe ich die gekauft. Das ist jetzt Größe 2 bis 3 Jahre. Und es ist halt eine ganz normale, einfache Unterhose. So süß schaut die aus, oder? Die war auch im Angebot, hat irgendwie so um die 5 Euro gekostet. Und innen drin ist halt eine einfache Lage Pull, glaube ich, ist das, reingenäht, dass es halt nicht durchleckt. Aber erstmal werde ich ihn ganz nackig rumlaufen lassen, unterrum, dass er sich wirklich dran gewöhnt, dass er jetzt auch wirklich immer aufs Töpfchen geht. Wenn es nicht ist, also ich zwinge ihn da nicht zu, wenn er es nicht machen möchte, dann ist es natürlich nicht. Aber ich möchte es mal ausprobieren, weil ich so ein Gefühl habe, dass er das schon kann. Soweit erstmal dazu. Also das wollte ich euch mal zeigen. Zum Töpfchen-Thema habe ich so eine Trainingshose gekauft. So eine Unterhose, die so ein bisschen wasserfesten, wasserdichten Stoff eingenäht hat. Soweit dazu. Ich gebe Finn jetzt noch ein bisschen mehr was zum Snacken. Ich werde mir auch noch eine Kiwi gönnen. Ich glaube, ich beende diesen Vlog an dieser Stelle schon. Mal gucken, ob ich morgen zum Weiterfilmen komme oder nicht. Ja. Wenn Finn morgen Mittagsschlaf macht, komme ich hoffentlich zum Schneiden dieses Videos. Mal schauen. Ha, ist immer so eine Sache. Also ich hoffe, dass er heute Abend dann früh ins Bett geht wieder und auch wirklich gut durchschläft und keine Probleme mit diesem blöden zweiten Backenzähne mehr hat oder sonst sowas. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine Lieben. Und hinterlasst mir auf alle Fälle auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt.